Einen Kopfsprung würde ich hier rein nicht empfehlen. Aber Geld allein macht ja eh nicht glücklich. Wobei einiges wahrscheinlich leichter. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen jeden Monat 1000 Euro vom Staat. Einfach so, egal wie alt Sie sind, egal ob reich oder arm. Man nennt das bedingungsloses Grundeinkommen. Was würden Sie dann machen? Einfach so weiterarbeiten, sofort in Urlaub? Ist das Ganze eine Utopie oder vielleicht demnächst schon Realität? Dieses Geld hier hat übrigens einiges mit dem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun. Es lagert in einem Schweizer Bankkeller und symbolisiert den Kampf unserer eidgenössischen Nachbarn um einen monatlichen Fixbetrag. Und da sind die konservativen Schweizer erstaunlich progressiv. Geld vom Staat für jeden, egal was er verdient und besitzt. Klingt nach Spinnerei, ist aber ein Modell, das überall in Europa seit einigen Jahren diskutiert wird. Auch in Deutschland, quer durch alle Parteien von links bis neoliberal. Was macht so eine Idee salonfähig? Um darauf eine Antwort zu bekommen, bin ich nach Basel gefahren. Denn wer, wenn nicht die Schweizer, kennen sich in Gelddingen bestens aus. Im Land der direkten Demokratie wurde im Herbst 2013 eine Petition fürs Grundeinkommen auf den Weg gebracht. Fast 130.000 Unterschriften sind zusammengekommen, so schnell wie noch nie zuvor. Den Initiatoren schweben dabei stattliche 2.500 Franken für jeden Schweizer vor, monatlich zusätzlich zum Einkommen. Unterstützt wurde die Unterschriftensammlung durch eine spektakuläre Aktion. 8.005.000 Rappenstücke haben die Listen auf ihren Weg nach Bern begleitet. Ein symbolisches Fünferli für jeden Schweizer Bürger. Die Petition ist Voraussetzung für einen Volksentscheid, der jetzt im Bundesrat vorbereitet wird. Hier im Unternehmen Mitte befindet sich die Schweizer Keimzelle für die Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ein Kaffeehaus in der Innenstadt, das eigentlich als Geldhaus erbaut worden ist. Die Schweizerische Volksbank hatte hier früher ihren Sitz. Daniel Häni hat das damals leerstehende Gebäude vor 15 Jahren übernommen, nachdem er eine Stiftung als Geldgeber gewonnen hatte. Seine Vision? Ein Arbeitsraum für das Ungewisse. Ein Reflexionsort für neue, unfertige Ideen, die noch zu Ende gedacht werden müssen. Hallo, Bayerisches Fernsehen. Grüß dich. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee, ja? Sehr gerne. Eine seiner Lieblingsideen, das bedingungslose Grundeinkommen. Henny, jetzt ist das bedingungslose Grundeinkommen bei uns in Deutschland ja noch gar nicht so populär. Wenn Sie das ganz kurz jemandem erklären müssten. Ich meine, das Neue ist, dass wir das eben lernen, dass wir nicht mehr arbeiten gehen und dann wegen dem Geld, sondern wegen der Arbeit selber arbeiten gehen. Mhm. Dass man ein Einkommen braucht, damit man arbeiten gehen kann. Es ist nur einmal von der anderen Seite her gedacht. Ich glaube, darin liegt die Zukunft. Man braucht ein Einkommen, um arbeiten gehen zu können. Ja, wenn Sie kein Einkommen haben, dann können Sie nicht arbeiten. Stimmt? Ja, aber deswegen arbeite ich ja eigentlich. Und dann bekomme ich Geld und habe dadurch ein Einkommen und kann dann leben, nicht arbeiten. Ja, und wie wäre das jetzt, wenn Sie schon ein Einkommen bedingungslos gesichert hätten? Was würden Sie dann arbeiten? Ich würde weniger arbeiten. Und wie würde sich das auf die Qualität Ihrer Arbeit auswirken, wenn Sie weniger arbeiten würden? Die Arbeit würde wahrscheinlich unterm Strich besser sein. Man wäre kreativer, man könnte. Ja, man ist lockerer, weil man es nicht muss. Und das ist genau das, was mich interessiert an dieser Idee. Also, dass wir da. Es geht gar nicht irgendwie um Armutsbekämpfung oder dass man jetzt sagt, man muss halt allen etwas geben, sondern dass wir unsere Gesellschaft so organisieren, dass die Menschen möglichst gut wirksam sein können. Mhm. Aber hätten Sie da als Unternehmer nicht Schwierigkeiten mit Arbeiten, die sonst eigentlich Menschen eher ungern machen? Klo putzen. Genau, glaub, das machen niemand. Wir ja auch jeden Tag. Macht ja niemand gerne. Also die, die bei uns die Putzarbeit machen und Pflegearbeit, die haben einen höheren Stundenansatz als die, die im Service arbeiten. Es kommt eben auch auf die Wertschätzung drauf an.
und dass bei uns die Mitarbeiter nicht ein Kostenfaktor sind, sondern eigentlich die wichtigsten. Sie sind die Gastgeber. Die Kritiker sagen ja, so schön das alles sein mag, das ist nicht finanzierbar. Ist klar, weil die sind nämlich gegen die Bedingungslosigkeit. Natürlich ist ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzierbar, weil das ist ja nominal gar nicht mehr Geld. Die Frage der Finanzierung ist, ja, wie werden die Menschen darauf reagieren? Werden die produktiver dazu oder werden die alle faul und legen sich in die Hängematten? Oder ist es vielleicht so, dass heute schon viele in der Hängematte leben, weil sie halt einfach einen Arbeitsplatz brauchen? Aber ich bin ja, und das ist alles berechtigt. Wieso ist es finanzierbar? Weil es nicht mehr Geld ist, aber mehr Freiheit, weniger Angst, weniger Existenzangst und die Menschen würden dadurch weniger manipulierbar. Und ich glaube, das brauchen wir in der Zukunft. Wirklich beantwortet ist meine Frage nach der Finanzierung jetzt aber noch nicht. Es geht um eine Grundsicherung, die nicht nur Bedürftige bekommen, sondern jeder. Zusätzlich zu seinem individuellen Erwerbseinkommen. Das gängigste Finanzierungsmodell für so ein Grundeinkommen wäre über eine höhere Mehrwertsteuer. Die würde alle anderen Steuern ersetzen und müsste so hoch sein, dass man daraus nicht nur ein Grundeinkommen finanzieren kann, sondern auch alle anderen Aufgaben, die der Staat hat. Etwa 50% müssten das sein. Ein radikaler Umbau des Systems, der viele Fragen aufwirft. Auch in Deutschland gibt es viele Anhänger dieses Modells. Prominentester Vertreter ist der Unternehmer Götz Werner. Er ist der Mr. Grundeinkommen hierzulande. Einer, der nicht müde wird, seine Idee in die Welt hinauszutragen, seit über 10 Jahren. Der gelernte Drogist hat in den 70er Jahren seinen ersten DM-Markt gegründet. Heute sind es rund 2.500 Filialen. Da muss man schauen, dass das ganze Team einen Blick dafür bekommt. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und vor allem ein Querdenker. Warum träumt so einer vom bedingungslosen Grundeinkommen? Das herauszufinden ist gar nicht so einfach. Viel Zeit, mir das alles zu erklären, hat der umtriebige Geschäftsmann nämlich nicht. Der 70-Jährige ist eigentlich ständig unterwegs und so haben wir uns on the road verabredet. Er ist unterwegs von seinem Wohnort Stuttgart zu einer Aufsichtsratssitzung in Salzburg. Hallo, grüß Sie. Hallo, guten Tag. Herr Jäger. Ein neues Gesicht. Jawohl. Bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ja erstmal eine super Idee, aber wie kommt man denn auf sowas? Also wir müssen Verhältnisse schaffen in unserer Gesellschaft, dass der Einzelne zwar bescheiden, aber menschenwürdig leben können muss im Sinne des Artikel 1 unserer Verfassung. Mhm. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist die Definition. Und deswegen muss das Einkommen so groß sein, dass wir ihm das ermöglichen, was wir im Artikel 1 unserer Verfassung postuliert haben. Wie viel Geld wäre das hier in Deutschland? Ich würde es nicht. Es gibt ganz schlaue Leute, die das ausrechnen können. Ich würde gefühlsmäßig heute sagen, das wäre ungefähr Hausnummer 1.000 Euro. Das kann man auch mal sehen in dem Bogen über das Alter. Ne? Mhm. Am Anfang braucht man weniger, am Ende braucht man auch nicht mehr so viel. Ne? Ja. Wäre eine völlig neue Gesellschaft, ne? weil sie sind plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen und müssen sich fragen, was mache ich denn jetzt mit dem Grundeinkommen? Stellt mal vor, das ist ja anstrengend. Jeden Monat landen 1.000 Euro auf ihrem Konto. Einfach so? Ja. Und jeden Monat ist es im Prinzip eine Aufforderung. Ja, die Gesellschaft, die glaubt an mich, die setzt Vertrauen in mich, die traut mir was zu. Mhm. Jetzt kann ich was zurückgeben. Jetzt muss ich was Gescheites draus machen. Mhm. Also ist im Prinzip wie ein Monopoly. Jedes Mal, wenn sie mal loskommen, ja, kriegen sie 1.000 Euro. Aber sagen wir mal so, 1.000 Euro reichen ja jetzt zum Leben noch nicht komplett aus. Na doch. Ja? Um bescheiden zu leben, reicht sehr gut aus. Okay. Aber würden die Menschen nicht aufhören zu arbeiten? Der Mensch ist ein Tätigkeitswesen. Der kann gar nicht anders wie tätig werden. Der kann das zwar eine Weile mal machen, ne, die Beine hochlegen, aber das wird langweilig. Klar, total. Ne? Was ich jetzt aber schon noch wissen möchte, ist, warum das alles über eine so hohe Mehrwertsteuer bezahlt werden soll. Welche Rolle spielen die Steuern
wir haben ein Steuersystem, was aus alten Zeiten kommt, wo die Menschen sich noch selbst versorgt haben. Aber sie leben ja gar nicht mehr von ihrer Ernte, sondern sie leben von der Ernte von anderen Menschen. Die Frage ist heute nicht mehr, was muss ich von meiner Ernte abgeben, sondern was muss ich abgeben, wenn ich die Ernte von jemand anders in Anspruch nehme? Und dann sind sie bei der Konsumsteuer. Und jede Steuer landet in den Preisen. Also auch ihre Lohnsteuer landet in Preisen. Auch meine Einkommensteuer landet in Preisen. Wenn wir jetzt so eine vereinfachte Steuer hätten, also im Endeffekt nur noch die Konsumsteuer, würde doch für den Staat auch einiges bedeuten. Das wäre eine enorme Vereinfachung. Nicht nur Vereinfachung, es würde viel mehr Transparenz stattfinden. Und der Staat hätte auch nicht mehr dieses Machtmittel, wo er uns via Einkommensteuererklärung dazu zwingt, unsere ganzen Aktivitäten offenzulegen. Ne? Das ist eigentlich ein Eingriff in die Privatsphäre. Ne? Also nur noch eine Steuer, die beim Konsum automatisch anfällt und mit der alle Staatsausgaben finanziert werden müssen. Wird da nicht alles viel teurer? Das schon, aber dafür würden die Lohn- und Einkommensteuern wegfallen und mehr Geld auf dem Konto bleiben. Und jeder kann ja beliebig dazu verdienen. Nur was ist mit den Menschen, die nicht mehr arbeiten können? Geht es denen dann nicht noch schlechter? Grundsätzlich würde das bedingungslose Grundeinkommen alle Sozialleistungen ersetzen und die betragen heute schon knapp 800 Milliarden Euro. Rund 1000 Milliarden, also 1 Billion, wären nötig, um ein Grundeinkommen für alle Deutschen zu finanzieren. Dennoch bleiben viele Fragen offen. Wie viele Menschen würden noch arbeiten? Wie würden sich die Löhne entwickeln und wie die Preise? Wie stark definieren wir uns eigentlich über Erwerbsarbeit? Zu den Gegnern der Idee gehören große Teile der Gewerkschaften, so auch der DGB in Bayern. Warum sind die Gewerkschaften eigentlich gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen? Denn eigentlich wird dadurch durch die Position des Arbeitnehmers gestärkt. Es ist so, man kann es im Prinzip als Stilllegungsprämie bezeichnen. Das heißt, die Menschen erhalten ein bestimmtes Einkommen dafür, dass sie stillhalten, dass sie ihren Anspruch an Arbeit aufgeben. Und nun ist es ja so, wir leben in einer Arbeitsgesellschaft. Das gilt es auch anzuerkennen. Und unser Credo als Gewerkschaften, unser tägliches Handlungsfeld, ist es, diese Arbeitsgesellschaft auch zu gestalten. In unserem jetzigen System wird ja der Lohn besteuert. Das heißt, man muss arbeiten, dadurch wird der ganze Sozialstaat finanziert, zum Beispiel die Renten. In der Zukunft wird es ja so sein, dass es immer mehr alte Menschen gibt, die nicht mehr arbeiten, und immer weniger junge, die arbeiten. Wird das noch funktionieren in der Zukunft? Ich würde meinen, dass es sehr wohl erforderlich ist, dass wir Reformen in unserem sozialen Sicherungssystem und damit auch im Rentensystem brauchen. Aber in keinster Weise das, was die BGE-Befürworter sich denken. Es gibt dann gar keine Rentenversicherung mehr, sozusagen. Der Sozialstaat wird gekappt, aufgelöst und es gibt nur noch dieses BGE. Wie würde sich ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich konkret auswirken? Zum Beispiel bei einer Familie mit kleinem Einkommen in einer Stadt wie München. Ich besuche Familie Hohlbaum in ihrer Mietwohnung in einem Altbau. Hallo. Beate Hohlbaum ist Krankenschwester. Ihr Mann Sven, ein gelernter Holzbildhauer, macht alle möglichen Jobs, um das Überleben zu sichern. Sie arbeiten ja in einer 50%-Stelle im Krankenhaus. Mhm. Warum eigentlich nur 50%? Absicht? Ja, natürlich. Absicht. Warum? Wegen den Kindern hauptsächlich. Mehr wäre mir, glaube ich, zu viel im Moment. Mhm. Das ist ein ausfüllender Beruf. Unbedingt. Das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Aber es ist eben körperlich und psychisch anstrengend. Was würde denn eigentlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Pflegeberufe im Krankenhaus bedeuten? Ich könnte mir vorstellen, dass manche reduzieren würden die Arbeitszeit oder ganz aufhören. Okay. Warum? Und was anderes zu machen. Ja, ich habe manchmal schon den Eindruck, dass die
voll arbeiten, dass die schon an der Grenze sind. Die sind öfters krank, zum Beispiel, ist ja klar. Man hört, dass es überall Fachkräftemangel gibt, man Schichten schieben muss, die ewig lang sind, 6-7 Tage am Stück. Ja. Ist ja die Realität, oder? Ja, sicher, klar. Beate Hohlbaum befürchtet, dass mit einem Grundeinkommen der Pflegenotstand im Krankenhaus noch steigen würde. Aber es würden auch Freiräume für die häusliche Pflege von Angehörigen entstehen. Durch den Arbeitsdruck haben hier momentan viele Familien schlichtweg keine Zeit und Energie. Ein wichtiger Punkt in einer alternden Gesellschaft. Sie haben auch zwei Kinder. Wie viel Geld haben Sie so im Monat zur Verfügung? Insgesamt? Mhm. Das ist unterschiedlich. Also je nachdem, was an Arbeit gerade ansteht, bei mir auch. Mhm. Ungefähr 30.000 Euro im Jahr, denke ich. Mhm. Das sind 2.500 Euro im Monat, brutto. Und davon geht alleine knapp die Hälfte für die Miete weg. Das bedingungslose Grundeinkommen, da gibt es ja verschiedene Modelle. Da hätten Sie jetzt wahrscheinlich monatlich so zwischen 2.000 und 4.000 Euro zur Verfügung. Würden Sie dann noch weiterarbeiten? Das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Habe ich mir lange überlegt. Mhm. Inzwischen denke ich, ich würde wahrscheinlich was anderes machen. Einfach mal den Horizont erweitern und gucken, was es sonst noch so gibt. Ja, meine Arbeit ist ja die künstlerische Arbeit, die ich gewählt habe. Die will ich machen. Und es wäre schön, wenn ich das mehr machen könnte und eben dann nicht noch so viele andere Sachen nebenher machen muss. Sven Hohlbaum arbeitet in einem Hostel in München. Dort erledigt er alle möglichen Reparaturen mehrmals die Woche. Der Job ist nicht hoch bezahlt, aber Sven kann sich die Zeit weitgehend selbst einteilen. Außerdem leitet er immer wieder Handwerks- und Kunstprojekte an Haupt- und Förderschulen. Ein soziales Engagement, das ihm wichtig ist. Wie ist es eigentlich so, wenn man jetzt schon in die Zukunft blickt, Altersvorsorge, mhm, ist das ein Thema, was mit ein bisschen Sorge begutachtet wird? Ja, bei mir ist es so, ich habe keine Rente. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich in Rente gehen kann. Mhm. Und manchmal macht mir das schon Sorgen. Natürlich, man weiß ja nicht, wie die Gesundheit ist, ob man weiterarbeiten kann, ob irgendwas passiert. Und da müssen wir eben schauen, wie wir dann mit Beates Rente zurechtkommen. Und da kommen Sie ins Spiel. Ja. Wir versuchen halt, soweit es geht, gar nicht dran zu denken. Also wir haben das nicht mehr auf der Tagesordnung. Wir verdrängen das, diese Problematik. Wie realistisch schätzen Sie so ein bedingungsloses Grundeinkommen ein? Ich bin da sehr skeptisch, weil ich bin so erzogen, dass ich arbeiten muss für mein Geld. Mhm. Und jetzt einfach Geld zu kriegen, ohne irgendwas dafür zu tun, es ist für mich sehr schwer vorstellbar. Vor 25 Jahren hat Sven Hohlbaum die Bildhauerei gelernt. Darin steckt bis heute seine Leidenschaft. Er hat eine Werkstatt in einem alten Stadel auf dem Land, 30 Kilometer außerhalb von München. In der Stadt könnte er sich die nicht leisten. Und so kommt er oft nur am Wochenende zu seinem eigentlichen Beruf. Wenn man sich entscheidet, einen künstlerischen Beruf zu ergreifen, war mir eigentlich von Anfang an klar, dass es wahrscheinlich nicht zum Leben reichen wird. Und dann kommt natürlich hinzu, dass am Anfang, wenn man jung ist, hat man eben auch nicht so eine große finanzielle Belastung wie später mit Familie und die Verantwortung, die man zu tragen hat. Bedingungsloses Grundeinkommen benötigt aber wahrscheinlich schon auch Disziplin und Verantwortungsbewusstsein, um mit der die Zeit sinnvoll gestalten zu können oder sein Leben einfach auch sinnvoll gestalten zu können. Ist nicht so einfach, wie es vielleicht manchmal klingt. Schon kurios. Aber selbst diejenigen, die profitieren würden, haben Mühe, sich da reinzudenken. Ein Grund mehr für den Unternehmer Götz Werner, weiterhin unermüdlich als Wanderprediger durchs Land zu ziehen. Aber ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn Sie nicht schon so ein erfolgreicher Unternehmer wären, würde Ihnen doch niemand zuhören, oder? Naja, aber es ist halt so. Kannst du nicht ändern. Nee, aber vielleicht ein Glücksfall, ne? dass man bei mir keine Ausreden hat. Ne? Dann kann man sagen, ja, das ist ein
verbrämter Spinner oder Sozialromantiker oder irgendwas. Es ist ja ein System im Moment, in dem wir leben, was ja so halbwegs funktioniert, zumindest schon ein paar Jahre, ja relativ stabil ist in Deutschland. Ja. Warum sollte man es überhaupt ändern? Ja, wenn Sie halt Hartz-IV-Empfänger sind, dann können Sie nicht sagen, dass das System funktioniert. wenn Sie Kinderarmut erleiden müssen, dann können Sie nicht sagen, dass das System funktioniert. Wenn Sie in Altersarmut sind, kann Ihnen ja noch passieren, mir auch, ne? Ja. Dann können Sie nicht sagen, dass das System funktioniert. Wenn ringsherum die Güter sozusagen aus den Ohren quellen, ne? Mhm. Also das ist doch eine Misswirtschaft. Übrigens in der Schweiz passiert da jetzt ja eine Volksabstimmung. Und? Wenn so ein Land mit dieser kulturellen Ausstrahlung, wenn das sich zu eigen machen würde, das wäre eine Sensation, ne? Richtig, die Schweiz. Wie geht's da eigentlich weiter? Die Schweizer haben es ja geschafft, dass aus den Ideen und Visionen einiger weniger eine richtige Volksbewegung entstanden ist. Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist weiterhin das Kaffeehaus Unternehmen Mitte im Zentrum von Basel. Nicht nur die riesige Schalterhalle der ehemaligen Bank, das ganze Haus ist eine Spielwiese für den Think Tank à la Daniel Haney, der selbst auch hier wohnt. Die weitläufigen Büroflächen im ersten Stock wurden zum Teil an andere kleine Unternehmen untervermietet. Eine Zeitschrift oder eine Werbeagentur zum Beispiel. Da entsteht so einiges an kreativem Austausch. Das Herzstück des früheren Geldhauses befindet sich im Untergeschoss und ist nicht für jedermann zugänglich. Ich schließe schnell auf. So, mach auf. Okay. Soll ich helfen? Nee, es geht. Geht's. Okay, fährt in die Tür. Und hier sind diese 8,5 Millionen Rappler. Guck. Ach, was? Kann ich da rein? Kann ich nochmal rein. Wie geil ist das denn? Was sagst du jetzt? Ist es echt? Klar, ist es echt. Was ist das? Das sind 5 Rappenstücke. 5 Rappen? Ja, wie 5 Cent. Ha? Ja. 5 Rappen. Und es ist eigentlich ist ja immer die Frage, guck, das ist die Helvetia. Ja. Geht es eigentlich im Leben um den Kopf oder um die Zahl? Immer um die Zahl. Das wollen wir eben ändern. Genau, ja? Ich hab's voll kapiert. Ne? Dass wieder der Kopf das Wichtigste wird. Ja? Ist ja irre. Wie viel ist das? Das sind 8 Millionen Stück. Das heißt, sind 400.000 Schweizer Franken, also ein bisschen mehr als 300.000 Euro. Kann man da drauf laufen? Ja, bitte. Ha? Ist ja krass. Wie kriegt man denn so Geld her? Bestellt man das? Ich krieg so einen LKW voll Geld, bitte? Ja, das war recht aufwendig, weil wir mussten das wechseln, oder? Und dann bekamen wir das in Rollen. So ja, kleine so Geldrollen, 160.000 solche Rollen. Und die mussten wir alle auspacken. Und zum Einrollen gibt es ja Maschinen, weißt du? Ist ja klar. Aber zum Ausrollen nicht. Okay. Und so haben wir sicher 10 Tage. Und insgesamt waren, glaube ich, 80 Leute beteiligt. Und das alles geheim, weil es muss ja geheim sein. Ah, okay. Und das haben wir hier drin gemacht. Und dann von hier auf dem LKW, dann auf Bern und dann dort ausgeschüttet. Das war wahnsinnig. Und das Bild ging natürlich um die Welt. Definitiv. Wo kommt das Geld eigentlich her? Ne, wir haben einen Kredit aufgenommen und das dann in 5er-Lege gewechselt. Echt, jetzt einen Kredit aufgenommen für die Aktion sozusagen? Ja, ja. Okay. Und der ist ja gedeckt durch das Geld selber. Can it be that money can set you free? Tell me, how can it be that money can set you? Tell me, how can it be that money can set you free? Tell me, how can it be that money can set you? Money can set you free. If I could be a millionaire. Herr Haney, meinen Sie, die Schweizer sind schon bereit für das bedingungslose Grundeinkommen? Ich glaube, vor allem die junge Generation ist bereit, dass man da nicht mehr diese unnötigen Bedingungen hat, hä? Dass man seine Persönlichkeit mehr entfalten kann. Wenn jetzt ein 60-Jähriger sagt, hey, bedingungslos das Grundeinkommen, habe ich 40 Jahre gearbeitet, was soll man plötzlich irgendwie das nicht mehr müssen? Das kann ich sehr gut verstehen. Aber die Zeit geht ja weiter. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, sondern im Übergang zum Informations- und Kulturzeitalter. Und da brauchen wir neue Formen.
Ist es denn das bedingungslose Grundeinkommen etwas, was dem Schweizer etwas gelegen ist oder eher total gegen den Strich geht? Eigentlich knüpft es ja an den Urmythos der Schweiz an, nämlich dass wir eine Willensnation sind, dass wir uns gegen fremde Vögte wehren, oder? Und heute ist eigentlich die Erwerbsarbeit so ein bisschen ein fremder Vogt, wo wir wie das Kaninchen vor der Schlange nur immer Erwerbsarbeit, Erwerbsarbeit. Aber die Arbeit ist ja viel vielfältiger. Ist es denn nicht ein bisschen auch ein Unterschied, wie man sich selber sieht mit dem Grundeinkommen und die anderen? Genau, das ist noch wichtig. Also diese Erfahrung mache ich oft, dass man, wenn man fragt, ja, wie wäre das für dich? Dann sagst du, ja, natürlich würde ich weiterarbeiten. Und wenn man aber die Menschen fragt, ja, was denkt ihr, wie ist das mit den Menschen? Würden die noch weiterarbeiten? Nee. Dann sagt eine Mehrheit, nee, die anderen würden doch nicht weiterarbeiten. Also es ist eine Frage der Beobachtung und des Menschenbildes. Das, für sich selber hat man ein gutes Menschenbild, für die anderen ein schlechtes. Ja? Warum ist es wohl? Ja, ich glaube, das ist, weil wir eine Gesellschaft haben, die noch so eine Ellbogenfreiheit hat. Also man denkt, Freiheit ist, jeder kann sich durchsetzen, oder? Und jetzt wollen wir uns doch weiterentwickeln. Also wenn ich ein bisschen intelligent bin und das verstanden habe, dass ich von den Leistungen der anderen lebe, gucke ich doch, dass es den anderen gut geht, damit die gut leisten können, weil diese Leistung der anderen ist ja für mich. Das heißt auch eine Frage der Klugheit und Intelligenz und des genauen Beobachtens. Da sehe ich meine Teamkollegen doch gleich mit ganz anderen Augen. Überlegungen, die einen völlig neuen Blick auf die Menschen und deren Arbeitsalltag erfordern. Wenn man das zu Ende denkt, würde man unsere komplette Arbeitswelt auf den Kopf stellen. Dumm nur, dass es noch keine konkreten Erfahrungen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gibt. Das stört Klaus-Johann Kopp schon lange. Der Architekt möchte einen Weg finden, um einfach mal praktisch etwas in diese Richtung auszuprobieren. Wie viele andere grundsätzliche Befürworter der Idee stört ihn eines an der Sache, die Bedingungslosigkeit. Bis vor kurzem hat er am Ammersee gewohnt und hat dort eine Bürgerkarte mitentwickelt. Herr Kopp, was ist denn diese Bürgerkarte eigentlich? Die Bürgerkarte, die verhilft Bürgern zu einem Bürgerbudget, zu einem gemeinsamen Bürgerbudget, über das dann die Bürger auch selber bestimmen. Und was heißt das? Ist es so eine Art Payback-Karte? Also von der Funktionsweise ist es so, die Bürgerkarte unterstützt gleichzeitig auch die regionale Wirtschaft. Ja. Und das ist der Deal, ich bezahle ganz normal in Euro, zeige dann die Bürgerkarte vor. Mhm. Dann wird das registriert und dann fließt davon 1% ins Bürgervermögen. Bezahlt von den regionalen Anbietern, die da mitmachen. Mhm. Und was soll mit dem Geld irgendwann mal passieren? Das ist jetzt die spannende Frage. Also es kann auch schon zu ganz konkreten Grundeinkommen kommen, eben in kleinen Bereichen. Mhm. Vielleicht auch zu ersten Teilschritten für ein Grundeinkommen oder nur für bestimmte Personengruppen zu einem Grundeinkommen. Denn es macht zum Beispiel in meinen Augen auch gar keinen Sinn, ein Grundeinkommen für alle gleichermaßen zu vergeben. Das bedingungslose Grundeinkommen ist also nicht das, was Sie unterstützen würden? Ich sehe darin keinen Sinn, weil die Personen, die ja sowieso schon sehr viel Möglichkeiten haben, sich an der Gesellschaft zu beteiligen, auch die Gesellschaft zu gestalten durch Geld. Ja. Weswegen sollte da noch mal was obendrauf kommen? Aber die Personen, die eben zu wenig Möglichkeit haben, jetzt an der Gesellschaft mitzuwirken, sich fürs Gemeinwohl zu engagieren, die brauchen natürlich ein Grundeinkommen. Die brauchen vielleicht sogar noch mehr. Die brauchen vielleicht sogar noch ein Projektgeld, um Projekte, um Bürgerprojekte umsetzen zu können. Peter Kerler aus Rott am Lech ist Mitglied im Verein Bürgervermögen Viel und er ist passionierter Nutzer der Bürgerkarte. Wenn er einkaufen geht, leistet er auch einen Beitrag für die Allgemeinheit. Bürgervermögen sehr viel, weil jeder kann einen Beitrag leisten, kann von seinem Konsum, von seinem Einkauf einen Teil in eine große Kasse legen und mit diesem Geld kann man tolle Projekte fördern. 1% der Rechnung geht nämlich an den Verein. Ein Betrag, den die teilnehmenden Läden übernehmen. Ihr Gewinn dabei? Die regionale Bindung der Kunden. Dabei müssen die Kerlers mit ihren 6 Kindern selbst sehr genau aufs Geld schauen.
Peter Kerler ist selbstständiger Bauunternehmer. Da landet nicht jeden Monat automatisch eine feste Summe auf dem Familienkonto. Die größten Sorgen, die man hat, gerade in der Selbstständigkeit, sind ganz einfach, dass man, dass die Geschäfte wirklich funktionieren müssen, wie sie geplant sind. Und vor allem, dass alle Zahlungen auch so funktionieren, was heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich ist. Als Alleinverdiener hat der Familienvater da Monat für Monat richtig Druck. 6 Kinder unter 11 Jahren haben die Kerlers. Da kommt ganz schön was zusammen an Fixkosten. Eine 8-köpfige Familie braucht am Tag, wenn ich es runterbreche, von dem, was wir monatlich alles ausgeben, im Schnitt 180 bis 200 Euro. Und das Geld, was wir da ausgeben, dient dazu, dass wir was zu essen haben, ein Dach über dem Kopf und ein Fahrzeug, um die Kinder hin und her zu fahren. Bis vor ein paar Jahren hatte Peter Kerler ein eigenes Unternehmen mit 14 Angestellten und war viel im Ausland unterwegs. Doch der berufliche Erfolg forderte seinen Preis. Ging voll auf Kosten des Familienlebens. Früher bin ich wirklich in der Früh am Montag aus dem Haus und so quasi Freitag auf die Nacht heimkommen. Hatte viele Firmen in München, musste ganz viel arbeiten. Also so ein 12- oder 14-Stunden-Tag war ganz normal. Und da ist es halt leider so, dass man von der Familie gar nichts hat. Heute arbeitet Peter Kerler viel von zu Hause aus. Er hat sein Leben komplett umgekrempelt und die Arbeitsbelastung drastisch reduziert. Doch das Plus an Lebensqualität und Familie geht einher mit der Last finanzieller Unsicherheit. Für Familien wie die Kerlers wäre ein fester monatlicher Sockelbetrag die Lösung vieler Probleme. Das, also Grundeinkommen würde uns definitiv glücklicher machen. Erstens von der ganzen Befreiung, die man im Kopf hat, den ganzen Druck, der da weg wäre. Und ich glaube, da würde sich deutlich viel ändern. Ein Leben ohne Druck. Es gibt viele Menschen, die das Grundeinkommen nicht nur für eine gute Idee, sondern auch für realisierbar halten. In den letzten Jahren sind in Deutschland bereits eine ganze Reihe von Initiativen dazu entstanden. Sie wollen das Thema sozusagen ins Volk tragen und eine breite Diskussion anstoßen. Ich habe eine Verabredung auf dem Münchner Marienplatz. Ah, hallo. Hallo, grüß Sie. Freut mich. Wie, hier gibt's Kronen? Hier gibt's auch Kronen. Von der Bayernpartei und wollen König Ludwig zurückhaben? Bitte schön. Hallo? Ich lese mal, wenn jener sein eigener König ist, muss keiner der König des anderen sein. Das ist der Grundgedanke. Das, Sie sind souverän, Sie ich bin souverän, die ist für Sie. Bitte schön. Sehr schön. Ja. Meine Begleiterin bietet Spaziergänge für jeden an, der mehr zum Thema erfahren möchte. Frau Wiegele, Sie sind ja eigentlich Bankerin gewesen. Da muss man nicht so für ein bedingungsloses Grundeinkommen sein, oder? Ja, muss man nicht, kann man, aber vielleicht auch. Wie passt es zusammen? Also was die Themen verbindet, ist, dass es beides irgendwo mit dem Thema Geld und Ressourcenverteilung bzw. Verwaltung zu tun hat. Okay. Warum sind Sie keine Bankerin mehr? Ich habe das eine ganze Weile gemacht und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit dem, was ich den ganzen Tag tue, dazu beitragen kann, dass wir so quasi als Menschen miteinander in Ruhe leben können. Also ich habe dann tatsächlich auch nicht mehr die Energie bekommen, um das zu tun. Also so Richtung Burnout, das war dann für mich schon so, dass ich es ändern musste. 15 Jahre lang war Hilde Wiegele bei der Bank im Risikomanagement. Nun arbeitet sie 3 Tage pro Woche in diesem Münchner Geschäft. Dahinter steht ein Projekt, bei dem Schuhe lokal, nachhaltig und ohne Gewinnmaximierung gefertigt werden. Für Hilde Wiegele hat ihr neuer Beruf einen Sinn. Und sie empfindet ihre aktuelle Arbeitssituation im Prinzip wie ein Grundeinkommen. Sie deckt damit ihren Basisbedarf und hat noch Zeit für andere Aktivitäten. Beim Grundeinkommen, bei welchem Betrag würden Sie da so einsteigen? 1.000 Euro für jeden?
zu dem jetzigen Zeitpunkt ist mir das nicht so wichtig. Also ich glaube, dass es Sinn macht, dass wir darüber sprechen, dass wir das auch konkreter mehr in unsere größere Wirklichkeit bringen. Mhm. Ich glaube allerdings immer noch, dass es sowohl für jeden Einzelnen als auch für die Gesellschaft insgesamt ein Prozess ist. Okay. Und nur dann, also auch nur, wenn wir durch diesen Prozess gehen, es zu was kommt, was als Grundeinkommen stimmt. Ich persönlich würde auf keinen Fall mit 1.000 Euro einsteigen von jetzt auf sofort, weil ich meine, dass wir noch nicht so weit sind. Mhm. Also eher schrittweise, oder? So. Also was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen kann, ist, wenn Leute in Ausbildung sind oder im Studium oder eben gerade auch Kinder. Mhm. Weil was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass bei Familien manchmal das Thema, wie kriege ich das Geld rein, zu Lasten geht, wie viel Zeit habe ich mit meinen Kindern. Brauchen wir alle vielleicht mehr Mut, nicht nur um mehr zu wagen, sondern überhaupt mal in andere Richtungen zu denken? Klar, das Thema mit dem Grundeinkommen ist komplex und mit ebenso vielen Hoffnungen wie Ängsten verbunden. Ich frage mich auch, würde ein Grundeinkommen nicht dabei helfen, die Schere zwischen Arm und Reich, die momentan ja immer weiter auseinandergeht, etwas zu schließen? Was sagt Verena Di Pascale, die zweite Vorsitzende vom DGB in Bayern, dazu? Wenn man jetzt an die Milliardäre und Millionäre im Land denkt, warum brauchen die denn eigentlich ein Grundeinkommen? Und das Prinzip ist ja, jeder bekommt das. Das ist schon mal völlig uneinsichtig. Ich sehe das eher so, dass diese Schere zwischen Arm und Reich quasi noch mal auseinandergeht. Also Sie haben ja bei den Vermögensbesitzern ja gleichzeitig den Fall, dass die ja dadurch, dass alle Steuern abgeschafft werden sollten und es nur noch diese indirekte Mehrwertsteuer gibt und die Sozialabgabenbefreiung, schaffen die es ja, sich noch einen größeren Teil ihrer Gewinne anzueignen. Jetzt sagen die Befürworter natürlich auch, ich habe ein bisschen mehr den Spielraum, was zu machen, sich zu verwirklichen, ein bisschen aufzublühen und damit auch der Wirtschaft natürlich eine Geisteskraft zu geben, die es bis dahin vielleicht nicht gibt. Ich würde diesen Druck, nicht mehr Geld verdienen zu müssen, in Frage stellen. Denn diejenigen, die sich lediglich auf ein Grundeinkommen sozusagen einlassen, die sind dennoch gezwungen dazu, auch eine Arbeit aufnehmen zu müssen. Wir vertreten hier ein Recht auf Arbeit. Wir vertreten als Gewerkschaften auch ein Recht auf Bildung und ein Recht auf Ausbildung und Weiterbildung. Ja. Wer übernimmt das denn eigentlich in diesem System? Die Modellbefürworter sehen ja auch oft den Menschen, den Freiberufler, also bloß nicht mehr den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin, sondern jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und tritt dann in einer nach wie vor kapitalistischen Wirtschaftsweise an, um sich für seinen Arbeitsplatz quasi zu bewerben, hat aber gar keine Verhandlungsmacht mehr so als Einziger. Und das wissen wir aus der geschichtlichen Erfahrung, kollektiv geht es einfach besser. Wie hängen Glück und Arbeit zusammen? Ist das Nichtarbeiten für die meisten von uns überhaupt erstrebenswert? Viele engagieren sich ja in ihrer Freizeit. Ich bin in Nürnberg und treffe hier einen Mann, der seit Jahren erforscht, von was unser Lebensglück abhängt. Freut mich sehr. Gerne. Und wie wichtig dabei die Arbeit ist. Kann man denn sagen, von welchen Faktoren Glück abhängt? Ja, die Glücksforschung hat eine Reihe von Glücksfaktoren identifiziert. Ganz wichtig sind gelingende soziale Kontakte. Es geht um Gesundheit. Es geht aber auch um Engagement und eine befriedigende Arbeit oder eine befriedigende Aufgabe. Es geht um persönliche Freiheit, das heißt Einfluss haben auf sein eigenes Leben. Es geht um die innere Haltung, also bin ich hier optimistisch, bin ich eher dankbar. Und letztlich geht es natürlich auch darum, dass ich Einkommen habe, um meine materiellen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und wir brauchen auch ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit. Das heißt, das Geld ist schon wichtig? Ja, das Geld ist wichtig, aber es hat quasi nur eine Grundabsicherungsfunktion. Ich möchte es vielleicht mal hier deutlich machen. Ja. Und zwar, wir haben weltweit Untersuchungen, die den Zusammenhang darstellen zwischen dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und der Lebenszufriedenheit, gemessen auf der Skala von 0 bis 10. 0 ist super. 10 ist super und 0 meint ganz und gar unzufrieden. Und man stellt jetzt fest, dass ungefähr bis zu einer
bis zu einer Größenordnung von 15.000 Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Jahr, dass hier die Zufriedenheit zunimmt und dann ist der Zusammenhang kaum mehr gegeben. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn wir diese Grundabsicherung haben, dass dann, wenn wir mehr Einkommen bekommen, wir einfach unsere Ansprüche nach oben anpassen. Sind die Menschen zufriedener, wenn sie ihr Geld aus eigener Anstrengung verdienen und nicht vom Staat bekommen? Gibt es da einen Unterschied? Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass wir, wenn wir arbeiten, das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und wenn wir arbeiten und wir dafür was bekommen, haben wir auch das Gefühl, dass unsere Leistung durch andere gewertschätzt wird. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil wir Menschen ja soziale Wesen sind. Das heißt, wir brauchen die Anerkennung, die Wertschätzung anderer Menschen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag zu Hause rumhänge und trotzdem mein Geld bekomme, werde ich nicht glücklicher dadurch? Auf jeden Fall nicht. Sie brauchen ja eine Aufgabe, Sie müssen was tun. Passiv zu sein ist der Weg zum Unglücklichsein. Wann macht denn Arbeit eigentlich glücklich? Wir wissen aus der Managementlehre, dass hier insbesondere drei Faktoren wichtig sind. Es geht um das Verhalten der Vorgesetzten, dass die Arbeit anerkannt wird und dass man respektiert wird und höflich behandelt wird. Okay. Es geht um die Arbeitsplatzgestaltung, dass man einen Einfluss hat auf den Arbeitsablauf, dass die Fähigkeiten, die man hat, gefragt sind oder gefordert sind. Und es geht um die Work-Life-Balance. Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, Arbeit und Privatleben zu verbinden. Wenn wir jetzt mal über dieses bedingungslose Grundeinkommen sprechen, würde das die Menschen glücklicher machen? Also man muss sagen, dass vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Zukunft Unternehmen sehr darauf schauen müssen, dass sie Arbeitsplätze anbieten, die aus Sicht der Mitarbeiter Zufriedenheit schaffen. Und zum anderen wissen wir, dass Mitarbeiter, die zufrieden glücklich sind, sich ganz anders engagieren. Sie sind loyaler, sind produktiver, sind kreativer. Also das ist im Endeffekt eine Win-Win-Situation. Klingt doch erstmal ganz gut, oder? Ist auch gut. Der Glücksforscher sieht also durchaus Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Eigentlich ganz im Sinne des Unternehmers Götz Werner. Wir spinnen jetzt noch weiter in die Zukunft. Wir spinnen ja eh schon die ganze Zeit, aber jetzt mal ganz konkret. Wie lange wird es noch dauern, bis das bei uns in Deutschland vielleicht Realität wird? Kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich bin jetzt leider ein Stück älter wie Sie. Ein bisschen? Also ich habe immer gedacht, dass meine Generation, dass ich das nie erlebe, dass Deutschland wieder vereinigt ist. Und dann hieß es, die Mauer ist gefallen. War jeder überrascht davon. Es geht immer schubweise. Und das kann wirklich so sein, glauben Sie mir, es kann so sein, dass Sie morgens das Fenster aufmachen und alle Menschen sagen, ja, wieso haben wir eigentlich noch kein Grundeinkommen? Was könnte so ein Funken sein, den wir bräuchten? Das wär ein Bewusstseinsschub oder eine Katastrophe. Ne? Der Mensch lernt durch Einsicht oder Katastrophe. Dann gerne die Einsicht. Also für mich macht die Grundidee Sinn. Ich bin fast schon Fan vom Grundeinkommen. Klar, es gibt da auch noch einige Fragezeichen. Und diese Utopie braucht auch noch einige Anhänger, um Realität zu werden. Gut, dass das vielleicht erstmal die Schweizer ausprobieren.